Hallöchen Leute, das sind wieder zurück bei The Witcher 3, The Wild Hunt im Game Plus Modus. Und ja, im letzten Part haben wir noch ein paar Missionen im Vorland von Novigrad gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, wundert euch nicht, warum meine Rüstung ein bisschen anders aussieht. Ich habe mir die Mod installiert, damit die Greifenrüstung nicht so aussieht wie so ausgebeult nach außen. Weil die war original echt nicht so schön, aber jetzt hat sie leider ihre Farbe verloren, das ist ein bisschen blöd. Ich kann mal kurz nochmal ins Inventar gucken. So sieht es jetzt aus. Ein bisschen ja wie eine Rüstung und hat nicht hier diese Ausbeulung, was sehr strange aussah. Gefällt mir auch schon ein bisschen besser. Und an den Schuhen und so haben sie noch ein bisschen was verändert. Aber ja, leider ist immer die Färbung nicht mehr, aber so gefällt es mir doch schon ein bisschen besser. Und ja, dadurch, dass wir jetzt eigentlich keine Quests mehr übrig haben. So, was Nebenquests angeht, die wir noch im Rahmen erledigen können, die sind alle noch ein bisschen zu hoch für uns. Begeben wir uns, glaube ich, jetzt mal nach Novigrad. Ich glaube, ich schlafe aber erstmal nur noch eine Runde, damit es nicht so dunkel ist. Bei mir ist das Spiel total laut bei mir. Dabei habe ich Farben. Und es passt ja gerade so schön, auf die Stadt zu laufen. Ich glaube, hier hat mir gar nichts mehr an Quests. Nö, ich glaube, ich laufe jetzt auch einfach den Weg zurück und teleportiere mich nicht. Weil der Blick gerade so schön ist. Na gut, jetzt sieht man es nicht mehr. Na gut, die Schneiden sind hinten immer noch dran. Aber nicht mehr so viele. Ja, sieht schon besser aus. Auch wenn ich die rot-schwarze Rüstung... Hat mir echt gut gefallen, aber leider sieht man die Färbung nicht mehr. Das ist ein bisschen der Nachteil daran. Aber gut, ich bin ja froh, dass das Spiel so viele Mods hat. Dass man das Spiel nach seinen Gutdünken gestalten kann. Boah, hier sind Schafe. Hallöchen. Da ist Novigrad. Die freie Stadt Novigrad. Ach, schwere Zeiten. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich Witcher spielen kann. Ich hatte auch überlegt, nochmal privat anzufangen, aber parallel zum Let's Play ist das ein bisschen blöd. Nein, nicht ruckeln. Ich glaube, ich muss erstmal die Stadt ein bisschen laden. Na komm, ich gehe einfach mal hier rein. Ich hoffe wirklich, es lädt nicht allzu doll, aber eigentlich soll das gehen. Und es ist auch nicht so warm. Der Laptop sollte nicht so überfordert sein. Das hier ist Novigrad, nicht ein rückständiges Sie Garten. Haben der Herr mit den lustigen Aussicht tun, einen schönen Tag zu kriegen. Warum Nach bist du auf der Straße, Willst du anständige Männer auf schmutzige Gedanken bringen? Die Temeria nehmen uns die Arbeit. Ich muss zum... Was geht denn hier ab? Ich glaube, die Dame legt keinen Wert mehr auf eure Begleitung. Dame? Welche Dame? Hast du die Ohren gesehen? Elfen. Jedes Kind weiß, dass Elfen nichts Gutes im Schilde führen. Ich führe nichts im Schilde, ich schwör's. Ich möchte nur Wasser holen. Und wie willst du Wasser holen? Wo ist dein Krug, hä? Wo ist dein Eimer? Warum erzählst du nicht einfach die Wahrheit? Was meinst du mit warum? Sie ist ein Anderling, die lügen wie gedruckt. Lass dich vom schönen Gesicht nicht verzaubern, Hexer. Von außen bild hübsch diese Elfinnen. Puh, aber von innen verdorben. Lasst sie in Ruhe. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen, hä? Lass uns gehen, Radi. Töten ist wie ein Wimpernzucken für Hexer. Du kannst durchatmen. Es ist vorbei. Vorbei? Für dich vielleicht. Du ziehst fröhlich weiter. Aber ich werde hier bleiben müssen. Und sie auch. Gern geschehen, ist auch gut. Dagegen kann ich nichts tun. Warum hast du dich überhaupt eingemischt? Du hast diese Flegel nicht um meinetwillen, sondern um deinetwillen vertrieben. Um dich gerecht und gut zu fühlen. Ein Ritter auf einem weißen Ross. Oder liege ich da falsch? Geh, wat gern. Und vergiss nicht, wir wollen und brauchen dein Mitleid nicht. Okay, dann helfe ich das nächste Mal nicht. Tschüss. Undankbare Menschen. Und so, hier kommen wir wieder raus. Hier wollte ich gar nicht lang. Was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu kriegen? Ich will einfach mal so ein bisschen durch die Stadt laufen. Ha, das ist so schön. Ist ja theoretisch die größte Stadt. Was ist das eigentlich? Ah, vor Knödeln und Schwertern. Ich glaube, wir gehen trotzdem erstmal zu Triss.
zur Kräuterfrau gegangen und weißen Wölfchen. Ja, ich mag die Gestaltung, ist echt sehr, sehr schön gemacht. So, mal schauen, was jetzt mit Triss ist. Suche Triss in ihrem Haus. Na, ich hoffe, sie ist auch noch dort. Ah, hier. Nach rechts. Ich mag das immer, wenn Städte in Videospielen, vor allem sehr große Städte, so belebt sind. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob Buclair noch größer ist oder so. Ich weiß es gar nicht. Ja, hier gibt es noch Händler, ne? Ja, können wir mal vorbeigucken. Hallöchen. Willkommen, willkommen. Was hast du denn da? Hätte, glaube ich, anscheinend nichts. Was ist das für ein Buch? Ghule und Al-Ghule, ja. Wir können, glaube ich, noch mal ein bisschen Schrott verkaufen, obwohl... Hat er genug Geld überhaupt, damit ich alles verkaufen kann? Ja, hat er sogar genug Geld. Und mir konnte man auch Geld umtauschen, weil wir haben noch ein bisschen anderes Geld. Da könnte man auch noch mal Ausschau halten. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ja, wir finden es schon. Zu dem Schmied hier hinten gehen. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Ich schaue mich erstmal um. Was hast du im Angebot? Natürlich wieder Schwerter, aber die sind nur ein bisschen besser als unsere. Also jetzt nicht zwingend was wir brauchen. So, ich kaufe aber noch mal Reparatursets, weil die können wir gebrauchen und verkaufe noch mal. Ein paar Schwertchen, die kann ich jetzt eigentlich verkaufen. Vielleicht lagere ich die auch einfach ein. Wir haben hier jetzt wieder ein Einlagerungs... also eine Truhe. So, ansonsten... Okay, ein Schemata hat er noch dabei. Aber ansonsten nichts wirklich. Ja, nö. Nö, nö. Bis dann. Ah, wir müssen noch einmal ringsherum. Man ist das verwinkelt, aber irgendwann kennt man sich in der Stadt doch recht gut aus. Sie ist aber auch noch... Sollen wir eine Pestilenz bekämpfen, die ihre Form ändert? Niemand! Was geht denn hier ab? Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt, erleuchtet und leuchtet. Heiliges Feuer, verbrenne, erleuchte, leuchte. Seht die Flamme der Gunst und der Gnade. Spezialschalterhaufen für dich, Monster. Der brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur... So leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte. Götter, seht, ein Doppler. Hoffentlich hat Dudu nicht das gleiche Schicksal ereilt. Na, Menschenverbrennung oder Hexenverbrennung. Oder ja, andere Menschenverbrennung, was auch immer. Jetzt brenne ich selbst, weil ich durchs Feuer gelaufen bin. So, neue Quest, hohe Einsätze. So, ist das eine Hauptquest oder nicht? Ach da, hohe Einsätze. Ah, wieder Gewinnturnier. Aber hier wollte ich erstmal hin.
Wimme, könntest du mir einen Gefallen tun? Hey, leider nicht. Nicht? Also, ich habe eine Mitteilung erhalten. Du musst Steuern nachzahlen. Also, ich kann dir erst wieder Dienste anbieten, wenn du dieses kleine Problem gelöst hast. Okay, aber wir müssen 1000 Steuern. Ah, das war diese komische Quest. Was eigentlich nicht mal eine richtige Quest ist. Ah, ich zahle sie ja schon. Yay, Level up. Das Geld könnte um einiges sinnvoller eingesetzt werden. Na gut, aber das scheint ein alter Bekannter von Gera zu sein. Sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Ich brauche Geld. Ich muss wohl einen Kredit aufnehmen. Natürlich. Ich leite gleich alles in die Wege. Einfach so? Herrin Yennefer von Wengerberg hat sich vor langer Zeit als deine Bürgin erklärt. Sollte das jemals notwendig werden. Außerdem haben wir erprobte Methoden, um Schulden einzutreiben. Okay. Ach, wir haben einfach mal Kredit aufgenommen. Was kann ich für dich tun? Können wir den wieder zurückzahlen? Ich will Kredit zurückzahlen, machen wir das. Ich wollte jetzt keinen Kredit aufnehmen. Wunderbar. Jetzt bist du noch kreditwürdiger als zuvor. Sehr schön. Ich will Geld umtauschen. Ah, wir fragen mal, läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Mehr fällt dir nicht ein? Fragst du einen Fischer, ob sie beißen? Oder eine Alte, ob sie gesund ist? Das Geschäft läuft hervorragend. Der Krieg wirft Profit ab, wenn man weiß wie. Nilfgaard war noch gar nicht über den Ponta, da wurde ich schon mit versicherten Holz- und Eisenlieferungen aus Kovi beauftragt. Ich habe meine Investitionen versiebenfacht. Nett. Nicht schlecht. Sollte man meinen. Aber da sind noch die Kopfsteuer für Anderlinge, der Kirchenzehnt, Kriegssteuern und meine Ausgaben. Zieht man alles ab, bleibt nur noch ein Almosen übrig. Höchstens ein Dutzend Kisten. Nicht so geil. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Oh, fast 6000 Kronen dazu bekommen. Na, das ist nicht schlecht. So kann man sich auch... Weiß gar nicht, woher man das ganze zusätzliche Geld kriegt. Ne, das ist jetzt hier weg. Ich glaube, Floren und noch irgendwas. Güte, was für eine Missgeburt. Ich kann mich aber gerade nicht mehr erinnern, was die anderen Währungen waren. Gerald, dich gegen die Wand laufen. Ich würde eigentlich nochmal hier zum Kaufmann. Ey. Grüß dich. Hallöchen. Zeig mir deine Ware. Okay, hat nichts wirklich dabei. Schade. Bis dann. Achso, hier hinten ist auch noch ein Schmied. Klar, warum man es vorher. Warum hier. Erst morgen kaufen, was du heute schon. Erstklassige Schwerter. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ja, mal schauen, was der hat. Oh, der hat zumindest schon ein bisschen mehr. Ein Schwert. Rüstungen, die, naja. Ja, plus 15 ist jetzt nicht so mega viel. Kaufen wir erstmal hier das. Und hier das. Schmeißen wir unser ganzes Geld wieder raus. Was sehen wir da? Ah, die dritte Karte. Und stark verblichene Notizen von Sexelga. Ah, okay. Jetzt soll wieder irgendwelche Schatz suchen. Ich glaube, das war's erstmal. Ich hatte aber einiges an Geld. Handwerkern. Ich glaube, unsere Rüstung geht eigentlich. Wir haben sie erst gemacht. Jetzt schon wieder eine neue wäre ein bisschen übertrieben. Oh, die sind gut. Naja. Werden wir nochmal schauen. Wärst du imstande, eine Rüstung in Meisterqualität herzustellen? Na. Die Gesellenprüfung habe ich zwar bestanden, aber eine Meisterrüstung habe ich noch nie gemacht. Vielleicht könntest du es in Velen versuchen. Dort lebt ein Zwerg. Fergus heißt er. Die Leute in der Zunft sagen, dass er der beste Rüstungsschmied südlich vom Ponta ist. Also, den haben wir ja schon kennengelernt. Bis dann. Aber der konnte uns auch nicht mal helfen, beziehungsweise wir haben ja immer noch die Quest übrig. Warum erst morgen kaufen, mit den Werkzeugen, die können wir aber sehr viel später machen. Für einen Rivia regnet es nicht. So, hier hole ich zum Anschlagwert. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Oh, vier neue Quests. Und ein paar neue nicht erkundete Orte.
Auftrag Spukhaus. Besuche einen Hexer von untadeligem Ruf, vorzugsweise mit dokumentierten Erfolgsgeschichten und schriftlichen Referenzen. Alles klar, okay. Die Aufgabe übernimmt, die Ländereien der Residenz vor der Stadt zu durchkämmen, welche kürzlich vom Unterzeichner Graf Kurt Dussart eingenommen wurden. Wie lange geht denn der Satz, bitte schön, um die Kreaturen zu vertreiben oder zu töten, die da die Unwesen treibt? Es wird ansichtlich Belohnung garantiert, alles klar. Okay, das ist die Karte. Was sind die Notizen? Haben wir noch? Auf Dogmonster in Ochsenfurt. Befehle unserer höchst ehrenmütigen Herrscherin, Herrschers, König Radovid der Fünfte. Okay. Und Auftrag Monster in den Scherben, alles klar. Auf jeden Fall wieder ein paar Aufträge dazu bekommen. Welche Level haben die eigentlich alle? Das sind ja alles Hexeraufträge. Oh, die ist sehr hoch. Der geflüchtete Dieb ist, glaube ich, neu dazugekommen. Und die hier. Ah, die eine könnten wir sogar schon machen, aber wir machen erst mit Hauptquest weiter. Und ich speichere mal zwischendurch ab. So, hier geht's dazu rein. Mal schauen, ob wir Triss finden werden. Zauberinnen sind besonders starke. Das sieht wohl nicht so aus. Was denn hier? Hey, schieb ab! Wir plündern hier! Ich zähle bis drei, dann seid ihr weg. Eins. Hörst du? Zwei. Sowas glaubt, er kann uns einschüchtern. Drei. Verfluchter Bastard! Du wirst es nie lernen. Reißt euch zusammen, Jungs! Kann ich dir einfach mein Schwert ziehen? Ganz ruhig. Wir teilen die Beute. Hier ist genug für alle. Okay, dann bekommen Sie Angst. Ich suche die Zauberin, die hier gewohnt hat. Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch. Vor wem versteckt sie sich? Die Tempelwache greift durch. Alle Magier sind vogelfrei. Sie machen sie nieder wie Ratten. Irgendjemand muss doch mehr wissen. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Stinkende Hecke. Interessanter Name. Ein Hort des Abschaums und der Sonderlinge. Kein ehrbarer Mensch würde sich dort herumtreiben. Und darum soll ich gerade da nach meiner Freundin suchen? War nicht so gemeint. Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Da würdest du gut reinpassen. Dankeschön. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme. Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin, aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Fast niemand weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Bettler und Diebe zollen dem Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König? Mit Krone, Zepter und allem? Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig ist nur ein Spitzname. Für einen Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Aber pass bloß auf, nicht mal Menge wagt sich dorthin. Man ruft nach mir. Warum nur? Es ist Menge. Und die Tempelwache. In die Beichtkammer mit dem Diebesgewürm. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Und das gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Aber Magier aller Arten sind doch vogelfrei. Doch ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Mir kleidet hier jetzt nicht aus. Na komm, wir machen ein bisschen auf Klugscheißer. Das hat nichts mit ihrem Geruchssinn zu tun. Es geht um ihr Gehör. Sieh an, du kennst dich gut aus. Ich dachte, du interessierst dich nur für Monster.
Wie Fledermäuse die Motten, so erspüre ich Missgeburten und warne sie. Novigrad ist kein Ort für sie. Ich habe nichts Falsches getan. Aber du wirst es. Früher oder später machen deinesgleichen immer Ärger. Und diese Stadt wird von mir geschützt. Von mir und dem ewigen Feuer. Noch kann ich nichts unternehmen, aber ich weiß, dass du hier bist. Ein falscher Schritt, ein Fehler. Du wirst schon was falsch machen. Das ist unvermeidlich. Ich höre das als Erster. Und dann passiert das, was mit allem magischen Gesocks passiert, das die Luft dieser Stadt verunreinigt. Wir sehen uns. Ciao. Ja, wenn ich schon immer das ewige Feuer höre. Oh Mann, was haben die hier nur gemacht? Interesse ist wahrscheinlich nicht mehr hier. Mal schauen, wo sie ist. Die Sphärenkonjunktur. Schauen wir uns trotzdem mal kurz um in ihrer Wohnung, ob wir noch vielleicht irgendwelche Hinweise finden. Kräuter. Wurzeln. Ist Triss jetzt Heilerin? Oh, eine Haarbürste. Bürste. So eine habe ich nur Triss benutzen sehen. Geralt kennt sich aus mit seinen... Ein Appen mit einem Vampir. Geralt kennt sich aus mit seinen Frauen. Er weiß, welche Haarbürste sie genutzt haben. Ist hier noch irgendwas? Oh, ich will jetzt nicht alles mitnehmen. Was ist das da? Amulette, die Magie abgeben, müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankallergie. Was ist das? Ah, ein Buch. Hexerzeichen. Na gut, die sollten wir ja wohl kennen. Ah, da liegt noch was. Na, was haben wir hier? Von Triss. Gar nicht ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Die Rose der Erinnerung. Ganz vertrocknet. Ach ja, die Rose der Erinnerung. Leute, die Witcher 2 gespielt haben, sollten damit was anfangen können. Zumindest meine ich mich zu erinnern, dass die aus Witcher 2 ist. Ist bei mir auch schon ein bisschen her. Ich glaube mittlerweile schon über 2 Jahre, seitdem ich das Spiel gespielt habe. So, hier ist nichts mehr. Dann hören wir uns mal ein bisschen der um. Der Wind heult. Ja, Geralt, der Wind heult. Verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt. Dieb! Alles gleich, ne? Wir könnten ihn jetzt hinterhergehen, aber ich habe mich meist eher, ja, bei den Bettlern umgehört. Schalten wir mal die Quest um. Weil irgendwie mit den Dieben hinterherlaufen, das habe ich irgendwie nie gemacht. Ich habe mich immer bei den Bettlern umgehört. Habt Mitleid mit meinem Elend, gute Leute. Helft einem vom Pech Verkrüppelten. Es heißt, in Novigrad sei nichts umsonst. Wieder einer, der lauter Fragen hat. Wieso haltet ihr uns Bettler für allwissend? Ich muss diesen und jenen sprechen. Wer hat meinen Bruder ausgeraubt? Weiß ich doch nicht. Es gibt einen Ort in Novigrad, der die stinkende Hecke genannt wird. Ja, klar. Novigrad ist voller Winkel mit komischen Namen. Wenn du eine Stadttour machen willst, kauf dir eine Karte. Ich hörte, Leute wie du gehen da häufig hin. Und ich hörte, man hätte dir Pferdeäpfel serviert und du hättest sie verputzt. Na, nichts für ungut. Geh hin in Frieden.
Zeichen für die Armen. Ich glaube, der wird nur nichts erfahren. Eine Quest. Du siehst blass aus. Ah, probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant? Eine Missgeburt? Ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte? Oha, da ist aber jemand mutig. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Vor Bruxel, vor Waldschraten. Das hat keine Bedeutung. Ich hab dir eine Frage gestellt. Wie viele? Denkt mal darüber nach, Leute. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute. Am besten oh, damit wäre die Diskussion aufgelöst. Hilf einem armen Kerl. So. Ein bisschen können wir uns sogar noch umhören bei den Bettlern. Brauchst du etwas, Meister? So, ah, da oben. Hey, grauer Ritter! Almosen für die Armen? Bist du lahm? Aber nein! Meinen Beinen geht's prima! Und meine Arme, schau! Wie Windmühlenflügel. Da, siehst du, wie ich sie schwinge? Guck doch! Schau nur! Und mein Kopf völlig benebelt. Ah, ja. Ist dein Kopf schon lange benebelt? Seit Mutter mir das Leben schenkte. Hier ist er benebelt. Da, ich zeig's mit dem Finger. Siehst du, wie ich's dir zeige? Gesund wie ein Pferd, soweit ich sehen kann. Mich haben Priester, Ärzte und Kräuterkundler untersucht. Alle sagen, dass ich verwirrt bin. Tja, die irren sich. Ist doch auch egal. Die Leute sind großzügig zu mir. Sie mögen es, wenn ich zeige. So, hier, da. Du bist glücklich. Darauf kommt es an. Oh ja. Besonders, wenn man mich nach dem Weg fragt. Dann kann ich nämlich zeigen. Da, dort, ah. In der Stadt kenne ich mich nämlich aus. Und ob... Dann weißt du auch, wo die stinkende Hecke ist, oder? Na sicher. Da wohne ich. Über den, drüben. Da, lang, end dort. Lang end dort. Wo ist das? In Spitzenhall. Da ist diese Gasse hinter einem Tor. Stinkt nicht, auch keine Hecke. Trottel nennen sie so, aber ich weiß es besser. Und kann da jeder hingehen? Klar, wenn er nicht vergisst zu sagen, alte Sau hat geferkelt, dann lassen sie ihn nicht rein. Aber es ist ja ganz einfach, das zu sagen. Hör her, alte Sau hat geferkelt. Siehst du? Danke für deine Hilfe. Und ob das noch nicht eine Falle ist, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich das Codewort ist. Das ewige das Feuer Codewort. Beschützt uns und vertreibt die Monster. Ja, wir können es ja trotzdem mal probieren. Aber es klappt, ist die andere Frage. So, hier da drüben über den und dort entlang. Oder was auch immer. Beste Wegbeschreibung ever. Na, zumindest ein kleiner Anhaltspunkt. Ah, hier haben wir schon wieder so einen Priester. Was suchst du hier? Schmerzbringer. Schmerzbringer, WTF. Ah, ich bin voll böse. Kleine Pause bei der Hexenjagd. Meine Verehrung, verehrtester. Ja, wir klopfen mal an. Ganz höflich. Aufmachen. Wer bist du und was willst du? Ich sehe mir die Stadt an und bin neugierig, was hinter diesem Tor ist. Mein Schwager war neugierig. Sieht die Blümchen seit 5 Jahren von unten. Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ja, altes Holz geferkelt, wenn man es macht, macht man es falsch. Ist auch gut. Oder Fischers Fritz fischt frische Fische. Alte Sau hat geferkelt. Willkommen in der Hecke, Bruder. Das war sogar keine. Kein Hinterhalt.
ist immer nur alt, so in der stinkenden Hecke. Und als nächstes sollen wir den Bettlerkönig treffen. Aber ich glaube, das machen wir im nächsten Part. So, kurz speichern zur Sicherheit. Und ja, haben ja schon einiges erlebt hier in der großen Stadt von Novigrad. Und mal schauen, wie es in den nächsten Parts weitergeht. Und ob wir irgendwie Anhaltspunkte finden, wo sich Triss aufhält. Aber ja, das alles erst in den nächsten Parts. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Und ciao.